Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 1025. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, dass du uns in deinem Wort die Zukunft offenbarst, damit wir uns heute darauf vorbereiten können. Danke, dass du uns ganz praktisch helfen möchtest und dass dein Wort uns stärkt und Mut macht. Und uns aufbaut. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns in unserem Herzen triffst und uns mit deiner großen Gnade und Liebe so veränderst, dass wir tatsächlich für den Himmel vorbereitet werden und um die neue Erde. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu, der für uns eintritt. Amen. Wir sind in der Endzeitpredigt von Jesus, haben gesehen, welche Zeichen ähm, der Wiederkunft vorausgehen werden und wie man sich auf die Wiederkunft wachend vorbereiten soll. Wir beginnen heute mit Matthäus 25. Und dort Vers 1 geht weiter in dieser Endzeitrede von Jesus. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das Bild von der Hochzeit in Bezug auf die Wiederkunft kennen wir schon. Es wird in der ähm, Bibel öfter verwendet, auch in Offenbarung 19. Ähm, in der Bibel wird sowohl die Gemeinde als Braut dargestellt, als auch die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem. Und je nachdem, unter welchem Blickwinkel gerade die Sache betrachtet wird, auf die gleiche Art und Weise, wie wir ja auch als Braut Jesu bezeichnet werden, aber auch als Kinder Gottes zum Beispiel, oder Kinder Jesu tatsächlich auch in der Bibel. Ähm, unter welchem Gesichtswinkel gerade, oder unter welchem Bild das Ganze betrachtet wird, äh, sind wir halt entweder die Braut, oder aber, wenn es gerade darum geht, den, 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 den Fokus auf die Stadt Jerusalem zu richten, das wird in Offenbarung 21 ganz deutlich, dass dort auch die Stadt Jerusalem die Braut Jesu ist, dann sind die Jungfrauen, die die eingeladen sind, die, dann sind wir diese Jungfrauen, die auf diese Hochzeit warten. Und in der Bibel wird deutlich, dass Jesus vor der Wiederkunft... Im himmlischen Gericht zum König gekrönt wird. Und das bedeutet, dass er dort zum König von Neu Jerusalem gekrönt wird, dass er dann auf dieser neuen Erde Hauptstadt dieses Weltreiches sein wird, des Reiches Gottes. Jesus heiratet sozusagen symbolisch gesehen, ähm, direkt vor der Wiederkunft, die ähm, im himmlischen Heiligtum, die Stadt Jerusalem. Allerdings wird diese ganze Hochzeit dann erst vollendet durch die Wiederkunft und natürlich dann auch durch all das, was nach den tausend Jahren passiert. Und das ist der Hintergrund ein bisschen für dieses, oder Hintergrund für dieses Gleichnis. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Die Wiederkunft scheint sich zu verzögern. Im Parallelbericht wird dann ganz deutlich, dass in einem Parallelevangelium, dass der Bräutigam von der Hochzeit dann wiederkommt, also von diesem Untersuchungsgericht, zur Erde kommt, um die Jungfrauen hineinzulassen. Auf dieses Ereignis der Hochzeit haben sich die beiden Gruppen unterschiedlich vorbereitet. Die einen haben damit gerechnet, dass es länger dauern könnte die anderen nicht. Die einen, alle hatten Öl am Anfang, aber einige nehmen extra Öl mit. Das Öl in der Bibel ist ein Symbol für die Gerechtigkeit Jesu, die durch den Heiligen Geist unseren Charakter verändert. Es gibt Menschen, die sind begeistert, warten auf die Wiederkunft Jesu, aber nehmen nicht sich die Zeit, dass der Heilige Geist ihr Leben Stück für Stück verändern kann. Und dann dauert es länger als gedacht. Dann verzögert sich alles. So scheint es zumindest. Und alle werden schläfrig und schlafen ein. Keiner behält seinen ursprünglichen Eifer ganz bei. Aber um Mitternacht heißt es, Vers 6, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Der Mitternachtsruf macht alle wach. Und jetzt zeigt sich, wer vorbereitet ist. Auch wir werden eine Erweckung erleben, ein Wachrütteln. Und dann wird sich zeigen, in wessen Herz der Heilige Geist. Wirken konnte. Und wo nicht. Charakter kann nicht über Nacht erworben werden. Und deswegen lesen wir jetzt. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und das erinnert uns an das Ende der Bergpredigt, wo Menschen sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweiß, sagt Wunder getan, dies und jenes? Und Jesus sagt, weicht mir ihr, Täter der Gesetzlosigkeit. Es ist... Das Öl des Heiligen Geistes, das die Taten des Fleisches töten kann. So sagt es Paulus in, im Römerbrief, in Römer 8. Ihr könnt den Vers dort selbst finden. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und dieses Gleichnis basiert auf einer Vision von Sachaia in Sachaia Kapitel 4, wo uns auch gezeigt wird, wo dieses Öl herkommt. Aus diesem Ölbaum, aus den beiden Ölbäumen, die dort stehen, die ähm, in der Bibel verbunden sind mit den beiden Zeugen aus Offenbarung 10, dem Alten und dem Neuen Testament. Es ist in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Selbst wenn wir zwischenzeitlich mal unseren Feuereifer für die Wiederkunft vielleicht verloren haben. Aber die Beschäftigung mit dem Wort Gottes lässt den Heiligen Geist in unserem Herzen wirken, sodass wenn der Mitternacht, na, Mitternachtsruf erschallt, wir vorbereitet sind auf die Wiederkunft. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen es heute. Man wird nicht in der Endzeit ganz schnell noch einen himmelstauglichen Charakter formen können. Das wird unmöglich sein. Heute, da er seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sagt die Bibel. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Immer wieder sagt Jesus hier in Matthäus 24 und Matthäus 25. Wacht. Da wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, da wir nicht wissen, wann alles über uns hereinbrechen wird, haben wir nur eine sinnvolle Möglichkeit, nur eine sinnvolle Option. Wachsam sein und heute mit Jesus leben. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu. Und sprach Herr, du hast mir fünf Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm recht so: Du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Was sollen wir tun, solange wir warten? Gott hat dir und mir etwas anvertraut. Und ja, natürlich, wir denken bei Talenten an Talenten und das stimmt auch. Aber lass uns daran erinnern, dass hier steht, er hat uns seine Güter übergeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns seine Endzeitbotschaft gegeben. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat uns den Dienst der Engel gegeben. Er hat uns eine organisierte Gemeinde gegeben. Er hat uns mir persönlich, dir persönlich, Gaben und Fähigkeit gegeben. Er hat uns seine Güter, uns anvertraut. Das Reich Gottes, Matthäus. In Matthäus haben wir gelesen, dass das Reich Gottes vom Volk der Juden, äh, vom Volk Israel genommen wurde und einem anderen Volk gegeben worden ist. Er hat uns das Reich Gottes, die Verantwortung für dieses, für die Predigt dieser Botschaft anvertraut. Dem einen mehr, dem anderen weniger, je nach seinen Fähigkeiten. Hier geht es also nicht nur darum, dass ich sage: naja, ich kann gut reden, ich kann gut äh, kochen, ich kann gut äh, Autos reparieren, das sind meine Talente, das ist auch wahr. Aber es ist mehr. Es sind die Güter Gottes. Das, was Gott gehört, hat uns anvertraut. Und dazu, da spielen natürlich unsere persönlichen, ähm, natürlichen Gaben, die Gott uns geschenkt hat, eine Rolle. Aber auch die geistlichen Gaben und die Verantwortung für sein Werk. Die Menschen, für die wir vielleicht auch Verantwortung tragen in Gottes Gemeinde. Er hat sie uns anvertraut. Es ist sein Geld. Also auch das Geld, das er uns geschenkt hat, nicht wahr? Und mit all dem sollen wir arbeiten. Gott wünscht sich, dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass wir es wehren, dass wir es einsetzen, sodass Gottes Reich auf dieser Erde sich vergrößert, mehr Menschen in seine Gemeinde kommen, mehr Wahrheit erkannt wird, das Wirken des Heiligen Geistes mehr Frieden im Leben von Menschen bewirkt. Dass die Talente, dass Gottes Güter, auf dieser Erde sich vermehren. Und es trat auch, da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wenn wir in dieser Erde, auf dieser Erde, in dieser Welt treu sind, in unserem Dienst für Jesus, dann kann uns Gott ganz andere, noch viel größere Aufgaben einmal während der tausend Jahre und auf der neuen Erde geben. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei andere gewonnen. Jeder hat verschiedene Fähigkeiten. Der eine kennt viele Bibelverse, der andere nur wenige. Der eine hat äh, die Fähigkeit, vor vielen Menschen zu reden, der andere äh, kann allenfalls eine Bibelstunde eins zu eins geben. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, wie viel Talente haben wir bekommen, sondern dass wir Talente bekommen haben. Und die sollen wir vermehren. Denn für diesen Zweiten wird genau das Gleiche gesagt. Sein Herr sagte zu ihm recht, so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchtete mich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde siehe da da hast du das deine hier hat jemand alles zwar bewahrt aber nicht damit gearbeitet man könnte fast sagen er hat es konserviert er war nicht untreu in dem Sinne dass er etwas gestohlen hat er hat nicht etwas beiseite geschafft er hat alles so behalten wie es war aber er hat nicht damit gearbeitet er war nur damit zufrieden dass es genau so gleich geblieben ist weil er Angst vor Gott hatte, Angst, einen Fehler zu machen. Wir dürfen nicht Angst vor Gott haben und ein falsches Bild von Gott uns einreden, um damit zu begründen, warum wir nicht die Gaben, die Gott uns gegeben hat, einsetzen und Gottes Werk auf dieser Erde vermehren. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechselern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Es hätte eine Möglichkeit gegeben, mit wenig Aufwand wenigstens anzudeuten, dass man irgendwie etwas vermehren wollte. Man hätte es wenigstens dorthin gegeben, wo anderes vermehren können. Aber der Knecht hatte gar kein Interesse daran, dass es mehr wird. Und das zeigt sich. Hieran, wenn er Angst gehabt hätte, selbst damit zu arbeiten, hätte er andere damit arbeiten lassen können. Aber sein, sein Fokus war nicht so sehr, wie, wird, wie werden die Güter meines Herrn mehr, sondern sein Fokus war, wie kann ich auf jeden Fall vermeiden, einen Fehler zu machen. Der Fokus, wenn wir uns auf die Wiederkunft vorbereiten, sollte nicht sein, wie kann ich vermeiden, einen Fehler zu machen, sondern der Fokus sollte sein, wie wird Gottes Werk mehr. Wie wird mehr Wahrheit erkannt? Wie wird Gottes Wort noch mehr verbreitet? Wie werden noch mehr Menschen für Jesus gewonnen? Wie verbreiten sich die Güter Gottes? Wie vermehren sie sich in dieser Welt? Und wenn wir selbst uns an einer Stelle unfähig sehen, dann ist es besser, wenn wir anderen die Möglichkeit geben, dass sie ähm, vielleicht unser Geld benutzen, das wir selbst nicht einsetzen wollen, damit wir, damit anderes einsetzen können. Aber damit auf jeden Fall Gottes Werk vermehrt wird. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du unser Denken veränderst, dass wir keine Angst vor dir haben und nicht in Panik sind und denken, dass wir bloß keinen Fehler machen dürfen, sondern dass unser Fokus darauf gelegt wird, wie, dein, wie deine Güter in dieser Welt vermehrt werden können, wie das Wort Gottes sich verbreiten kann, wie mehr Menschen mit dir in Kontakt treten können wie die Kenntnis von deiner Wahrheit mehr Menschen Frieden und Freude und Sicherheit schenken kann. Herr, lass uns so mit deinen Gütern umgehen, die du uns geschenkt hast. Das bitte ich dich für mich und für jeden, der jetzt mitbetet. Im Namen Jesu. Amen.